So, wieder da, Freunde. Und wir machen jetzt an dieser Stelle weiter. Da, der Knopf bleibt nämlich eingedrückt und wir müssen jetzt hier rüber. Wartet mal. Moment, wofür? Samalala Mashamaka. Ja, klar. Das war auch wieder klar. Nein. Ja, ich habe Spaß. Ich geb Gas, ich will Spaß. Bis gleich. So, wieder an eben bekannter Stelle. Jawohl. Ja! Und tschüss. Toll, wie soll ich den Schlüssel da jetzt kriegen? Ach so, Moment, einfach wieder zumachen. Na, andersrum. Ja. Boah, das war knapp. So, jetzt muss ich hier nur noch wieder heil rauskommen. Sehr gut. Warum bin ich hier eigentlich mit Erik lang gegangen? Nein! Schaff ich das? Nein! Nur um einen Zentimeter verfehlt. Bis gleich. So, auf ein neues! Auf ein neues daneben! Nee, diesmal habe ich getroffen. Ja, und jetzt machen wir es besonders spannend. Es hat aber gepasst. Pff, Gott sei Dank. Nein, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ach. Ich hasse sowas, ich hasse sowas. Moment mal eben. Ach so, ja. Oh Gott sei Dank. Das... Na komm schon. Ah, wir sind auch da. Ist ja ein Ding. So, dann können wir jetzt mit Erik hier hoch. Wo kommen wir hin? Da drüben. Ach, herrje. Oh oh. Wow. Zwei. Ich glaube, dreimal muss ich ihn treffen. Und dann gibt er uns, glaube ich, den roten Schlüssel. Eins. Zwei. Jetzt springen. Hoch. Jawohl. Eins, zwei. Und, komm, löst dich auf. Nein. Immer noch nicht. Okay, jetzt wieder zwei Bomben. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Das ist das Schöne, das ist so schön absehbar. Och, endlich. Und Viola. So, jetzt mit ihm den Pfeil. Dankeschön.
ist nur die Frage, wo wir da hinten jetzt hinkommen. Ich komme. Ach, aber es besänftigt mich wirklich, dass das dann... Naja, sagen wir es mal... das Finale ist. Jetzt haben fast alle... einen extra Punkt, außer Olaf. Der muss ja auch am wenigsten machen. Ich schwebe nur durch die Gegend. Da war er schon wieder. Okay, da ist eine Bombe. Moment, wir haben ihn jetzt schon mit Olaf besiegt, wir haben ihn mit Baliok besiegt und jetzt mit Erik. Okay. Wartet mal eben, Freunde. So, da sind wir wieder. Ich hoffe mal und vermute jetzt mal, dass... war das gut? War das gut? Ah ja, klar, Moment. Komm hoch, 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 hoch. Das war das. Wir müssen ihn nämlich jetzt... Nein, so doch nicht. Nein, so auch nicht. Nein, nein. Komm. Ja, so hier wollte ich sein. Warum macht er das Ding da vorne jetzt nicht aus? Komm, mach es aus, bitte. Okay, wo schmeißt du die Bomben hin? Gucken. Einmal kurz, einmal lang. Aber er deaktiviert sein Schild nicht. Haha! Das ist ja so fies. Toll. Na, ich wollte nicht hoch. So nimmt er das Schild nicht runter. Ach. Ja, komm. Ah, ist es denn? Dann jetzt die Bombe, die ich habe, die kann ich mir getrost sonst wo hinstecken. Boah. Wieso nimmt der sein Ding nicht runter? Verdammte Axt. Wie war das noch? Ja, Beasley. Meine Katze regt mich hier gerade ein wenig auf. Die hat eben sein Schild runtergenommen. Na, jetzt kommt die hohe, jawohl. Das war zu weit weg. Ja. Ganz toll. Ich hab's so in Erinnerung, dass wir den rammen müssen.
dass der dann hinten auf die Gravitationsplatten kommt und nach oben gesogen wird. Aber solange der Herr sein Schild da nicht runternimmt, können wir hier nichts machen. Ich komme euch zu Hilfe! Nee, das... Ah! Okay! Wieder Teamwork gefragt. Er und dann so. Nein! Scheiße! Bis gleich. So, wieder hier unten. Wir holen ihn jetzt runter. Wieder hier unten. Wir holen ihn jetzt runter. Ja, und, ja. So. Da sind wir wieder. Achso, die hatte ich schon. Dann mit ihm. Ja, natürlich! Wow, wir müssen Kacke. Ja, ich glaube, das war's. Oder... Also jetzt hier für den Kampf, meinte ich. Okay, das ist aus. Ach nee. Was ist, wenn wir hier den Computer vielleicht erstmal bumsen lassen? Nein. Okay. Da ist es jetzt. Da kommt jetzt gleich der Ausgang. So, wie schön, dass unser guter Schildi hier alles aushält. Was Tomato ihm ja vor die Füße schmeißt. Eins, zwei... So, und ich glaube hier... Jawohl! Tschüssi! Habt ihr das gesehen? Wir haben es geschafft! Oh ja! Scheiße! Jo, das war knapp! Jetzt lasst uns in dieses Zeitfeld springen und hier abhauen. Ja, genau. Wartet, ich glaube, dieses Schiff kann nicht fliegen. Ja, ich glaube, ich kann's fliegen. Ich guck mal, Keine Chance, Olaf. Das geht nur bei deinem Schild. Schweben. vertraut mir. Du komm schon. Eine Chance. Ich muss nur dieses Rad drehen und den roten Knopf drücken und dann da hier und dann diesen Hebel umlegen und dann den hoch und den runter und diesen Knopf drücken und voila, schon passiert. Selbstzerstörungstaste wurde betätigt. Ach ja, bisschen Metroid-Feeling. Ja, 5 Sekunden bis zur Selbstzerstörung. Jungs, ich denke, wir sollten das Zeitfeld nehmen. Los! Schnell! Gute Idee! Auf geht's!
Ja, natürlich. Und anstatt zu explodieren, fliegt es aus dem Bild. Dieser Wald erscheint mir vertraut. Ah, oh, ist das schön, Freunde. Wir haben sie zurückgebracht. Jetzt können sie alle gleich schnell laufen. Ja, sie sind zurückgekehrt. Ah, supi, supi, papi, papi, papi. Ah, supi, klasse, sie sind da, sie sind wieder. Hurra, yippie, juhu, ja, sie sind wieder da. Prima, prima, prima. Applaus, Applaus. Ja, ich muss doch, ja. Wir haben eine Menge fremder und interessanter Plätze gesehen. Natürlich, die sehen sich seit Monaten wieder und die stehen dann da und schütteln ihre Babys. Schüttel, schüttel, schüttel. Doch nirgendwo ist es so schön wie zu Hause. Oh ja, da sagt Erik was. Tja, Freunde, das war's. Seh mal, was wir aus der Zukunft mitgebracht haben. Was denn? Den Nasepopler? Moment, daran kann ich mich jetzt aber auch nicht mehr... Ja, das passt so richtig gut. Ja, Freunde. The Lost Vikings. Get on the rock. Der Epilog. Spieldesign. Genau. Hier läuft jetzt nochmal das ganze wunderschöne Szenario und die ganzen Feinde und Gegner durch. Ägypten. Oh Mann, das muss doch irgendwie aufzukriegen sein. Ich bin ein Ägypter, ich schaff das. Freunde, mein Fazit. Mein erstes Sega Mega Drive Let's Play, dank der lieben guten alten Retrode, die ich euch ja schon vorgestellt habe. Und oh, da wackelt die ganze Bühne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es einen riesen Spaß gemacht, auch wenn die letzten Teile nicht danach aussahen. Und mir Wacky und jetzt auch das Raumschiff mir super viele Nerven abgekostet haben. Okay, das kann jetzt was dauern, bis die Mumie wieder rausgeht. Aber es ist mit eines meiner Lieblingsspiele auf dem Sega Mega Drive. Es werden mit Sicherheit noch viele, viele folgen. Aber mein Fazit, wie gesagt, zu dem Spiel, richtig geiles altes Retro-Spiel, was auf jeden Fall spielenswert ist. Also das heißt, wenn ihr mal Spaß an einer Retrode habt oder auch an diesem Spiel, ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Wie es weitergeht, das kann ich euch noch nicht sagen. Es werden weiterhin Sega Mega Drive Let's Plays kommen. Es werden auch eventuell Super Nintendo Let's Plays kommen, da ich ja dank der Retrode auch Super Nintendo Kassetten auf dem PC spielen kann. Und da lasst euch einfach mal überraschen. Ich werde mich jetzt anderweitig erstmal jetzt um das Rendern kümmern, dann um The Book of Unwritten Tales, das möchte ich auch so langsam mal zu Ende bringen. Ja, und dann ist Platz für ganz viel Neues und glaubt mir, Freunde, ich habe sehr viel vor mit euch. Ich habe sehr viele gute Ideen, ich habe sehr viele gute Vorschläge auch von euch bekommen und da will ich ganz einfach mal sagen, da lasst ihr euch überraschen, was da auf euch zukommt. Eine Info, guckt mal in die Videobeschreibung, da habe ich einige Links, meine Signatur, so nenne ich sie mal, mit eingefügt, so langsam auf allen Videos und auf meiner Fanpage, das Poesiealbum. Wer sich noch nicht angemeldet hat, der möge das bitte jetzt tun, würde ich mich drüber freuen. Ja, und dann denke ich mal, ist alles gesagt, was es zu diesem wunderschönen Spiel zu sagen gibt. Ich lasse euch jetzt noch ein wenig den Abspann genießen. Ich werde ihn auf jeden Fall genießen. Und ich werde jetzt auch erstmal genießen, hier bestimmt 50.000 Clips zusammenzuschneiden. Aber das mache ich gerne. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ich euch ein wenig begeistern konnte, auch für dieses Spiel. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, NRWY18. Adieu. Ach ja, Freunde, PS, freut euch auf The Lost Vikings 2. Das wird natürlich auch kommen.
Eine Fortsetzung auf dem PC. The Lost Vikings 2 bald als Let's Play bei mir auf meinem Kanal. Das war's jetzt aber wirklich. NRW über 18. Adieu.